Arlberg beginnt ein wunderschöner Tag. Die verschneiten Berge bilden eine wunderschöne Kulisse und die derzeitige Schneesituation garantiert jedem Skifahrer Pistenspaß pur. Um diesen Pistenspaß garantieren zu können, ist eine Menge Arbeit und Erfahrung nötig. Walgott TV war mit 2 Mitarbeitern der Fallvergehrbahn unterwegs, lange bevor die ersten Skifahrer die Piste stürmen. Nach einer angenehmen, aber kurzen Nacht auf der Bergstation der Fallvergehrbahn begebe ich mich mit dem Betriebsleiter Gebhard Salzgeber auf die morgendliche Kontrollfahrt. In der Dunkelheit ist die Orientierung sehr schwer, aber 28 Jahre Erfahrung in diesem Skigebiet sind dem Betriebsleiter deutlich anzumerken. Im Anschluss an die Kontrollfahrt und dem feinen Frühstück auf der Ulmer Hütte berät sich der Betriebsleiter mit seinem ebenfalls langjährigen Mitarbeiter Paul Juric über die momentane Lawinensituation. Gemeinsam beschließen sie aus Sicherheitsgründen, Lawinensprengungen durchzuführen, um jegliches Risiko für die Skifahrer und die darunterliegende Piste zu vermeiden. Mit Hilfe der Sprengseilbahn wird die erste Ladung punktgenau positioniert und gezündet. Auch auf der anderen Talseite muss gesprengt werden. Diese Sprengladungen wurden vor Beginn der Saison bereits an riskanten Stellen positioniert und werden mit Hilfe des Computers und einer Funkstrecke von der Bergstation aus gezündet. Eine weitere riskante Stelle sprengt der erfahrene Mitarbeiter Paul Juric vom Sessellift aus. Die Ladung wird ebenfalls punktgenau positioniert und löst einen gewaltigen Lawinenabgang aus. Kurz nach der erfolgreichen Sprengung treffen wir in der Talstation der Fallvergehrbahn ein. Um den Skifahrern eine angenehme Bergfahrt bieten zu können, parken die Sessel der Bahn nachts über im Bahnhof, um sie vor Vereisung zu schützen. In Kürze beginnen Mitarbeiter der Bahn damit, die Sessel nacheinander einzuklinken und den Lift so für die Skifahrer freizugeben. Zur selben Zeit wird auf dem Berg fieberhaft gearbeitet. Die letzten Pisten werden maschinell präpariert, um den Skifahrern einen unvergesslichen Skitag zu ermöglichen. Aufgrund der hohen Lawinengefahr kommt es an diesem Tag sogar zum Hubschraubereinsatz. So können weitere Sprengladungen dank des Hubschraubers an unzugänglichen oder gefährlichen Stellen abgeworfen werden. Thank you.
Mit dem ersten Sessel fahren Paul Juric und ich wieder zur Bergstation der Fallvergehrbahn. Uns bietet sich ein atemberaubendes Panorama und die ersten Sonnenstrahlen erreichen uns. Auf der Bergstation werden die letzten Handgriffe durchgeführt, der Ausstieg wird noch einmal gefräst, bevor der Betriebsleiter den Lift und die dazugehörigen Pisten freigibt. Es waren arbeitsintensive und für mich sehr interessante Stunden an diesem Morgen. Ein unvergesslicher Skitag kann beginnen. Ski heil!